Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Tag. Detlef Kreising mein Name, Ostfriese, auch hier C-Trainer gemacht, also zu diesen weichen Belegen, das stimmt. Aber eins muss ich auch noch sagen, ich habe 17 Jahre beim Bayerischen Tennisverband gearbeitet, habe da so ziemlich alles durchlaufen und darum vermag ich mir rausnehmen zu dürfen, dass ich die alte mit der neuen Tenniswelt vergleichen kann, auch wenn ich Baujahr 67 bin. Und dieses wunderschöne Konzept Talentino, was ihr alle so schön kennt, da bin ich der Urheber. Das durfte ich damals entwickeln und habe es erfunden. Und jetzt habe ich mich selbst, Dankeschön. Da wollte ich jetzt auch gar nicht mit angeben, sondern das soll eigentlich nur zeigen, dass ich jemand bin, der etwas verändern will. Und darum auch der Titel dieses heutigen Referates. Wenn wir die alte mit der neuen Tenniswelt miteinander vergleichen, dann mache ich das jetzt mal mit einer kleinen Geschichte. Wir machen gerade einen Ausflug nach Braunschweig und suchen das beste Lokal, den besten Italiener, wo wir abends essen gehen können. Und jetzt treffen wir den Personal Trainer, den Golftrainer und den Tennistrainer. Welchen von diesen drei Personen werden wir ansprechen, wo wir das beste Lokal finden werden? Denkt euch euren Teil. Vor 20 Jahren hätten wir alle den Tennistrainer gefragt. Verspiegelte Sonnenbrille, Top-Kleidung, cooles Auto, super Angebote auf dem Platz, der Entertainer. Das spiegelt, diese Geschichte spiegelt wieder, wie wir uns verändert haben. Und jetzt, weil es auch immer oft um das liebe Geld geht. Jetzt nehmen wir mal an, vor 20 Jahren kaufen wir uns einen Tennisschläger, in D-Mark logischerweise. Ja, gerade so. Der war noch teuer, ne? Heute, ein Tennisschläger, der kostet ja gar nichts mehr. Das ist eine Katastrophe. Die Industrie, der Industrie fehlt Geld, logischerweise, was sie damals vor 20 Jahren hatten, um zu investieren mit dem DTB und allen anderen Institutionen, um dem Tennissport zu helfen. Gehe ich, hier sind ja eine Reihe von Vereinsvorständen, denke ich an eure Mitgliedsbeiträge. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 145 Euro für einen Erwachsenen im Jahr. Vor 20 Jahren war der Beitrag ganz schön teuer. Heute billig. Ja? Das sind ungefähr 2 Tankfüllungen. Und ich kann ein Jahr lang Tennis spielen. Und jetzt nehme ich den Tennistrainer her. Vor 20 Jahren, die Tennisstunde, die Einzeltennisstunde, weil der moderne Trainer von heute macht leider nur Einzeltraining. Ja, ein bisschen Mannschaftstraining, ein bisschen Gruppentraining, wenn es gerade gut kommt. Der verdient heute dasselbe in Zahlen, nur mit einer anderen Währung. Und wenn ihr euch das vor Augen führt, und ich sehe das am Kopfnicken, das ist doch eine katastrophale Situation. Wir sind doch in einem Fahrwasser der Schlechtanbieter. Wir müssen uns doch mal darüber Gedanken machen, dass wir einfach dieses Alte und Heute miteinander vergleichen und versuchen, die Dinge mal zu ändern. Und vor allem eins hat sich wahnsinnig geändert. Früher sind die Leute zu uns gekommen, weil es gab viel weniger Angebote in der Freizeitlandschaft. Heute sind wir ein Anbietermarkt. Wir müssen uns anbieten. Und wenn wir uns nicht anbieten, kommt kein Mensch zu uns auf die Tennisanlage. Und darum müssen wir auch in dem Sinne viel, viel kreativer werden. Weil heutzutage kommen die Leute nicht einfach nur mal so, weil ich ein handgeschriebenes Blatt Papier irgendwo aushänge. Ich muss mir schon eine kleine Story einfallen lassen. Ansonsten wird es einfach schwierig. Und darum bin ich jetzt einfach hier, jetzt als Geschäftsführer der Firma Tennis People, vor 3 Jahren gegründet. Wir haben mittlerweile 400 Standorte und ich habe es geschafft, 20.000 neue Spieler in diesen 3 Jahren zu gewinnen. Mit unterschiedlichen Ideen, die ich hier vorstellen werde. Und wo auch mein Bestreben ist, gerade als Niedersachse, so viele Vereine wie möglich als Partner zu sehen, mit denen ich gemeinsam neue Tennisspieler kreieren kann, mit neuen Angeboten auf die Plätze locke.
Und dass die Chance da erheblich groß ist, das zeigt die Grafik, dass wir nämlich allein, wenn wir uns nur in den Erwachsenensport bewegen, haben wir 60 Millionen Menschen, die wir ansprechen könnten. Und wenn ihr die früher und die heute Zeit miteinander vergleicht, im Kinder- und Jugendsport habt ihr seit Bestehen ich überhaupt rechnen kann, immer ungefähr 26% Anteil Kinder und Jugendliche an der Gesamtmitgliederzahl. Das hat sich nie verändert. Da sind wir bärenstark. Es gibt nur 18% Kinder und Jugendliche in Deutschland und wir liegen überproportional drüber. Und jetzt wisst ihr mit Sicherheit, warum das so ist. Wir haben Jugendwart, wir haben Kleinfeldreferenten, wir haben verschiedene Trainer und wir haben zahlreiche Angebote für unterschiedliche Altersklassen. Ballmagier, Kleinfeld, Midcourt, Bambini, ja, Junioren, Knaben, bla bla bla. Ja, ihr kennt das alles. Deshalb kommen immer noch so viele Kinder und Jugendliche in unseren Verein. Und wenn ihr jetzt an euren Mittelbau denkt, 20 bis 50 Jahre, davon gibt es 22,5 Millionen Menschen in Deutschland. Jeder dritte, vierte in eurem Ort ist genauso alt, aber da seid ihr völlig unterrepräsentiert. Ihr liegt ungefähr bei 18-19%. Und das liegt nicht daran, dass sie keine Lust haben, Tennis zu spielen. Das habe ich jetzt seit 3 Jahren ganz klar rausgefunden, wahrscheinlich auch bewiesen. Und wenn ihr selber euren Benchmark finden wollt, wir waren früher bei 3% Anteil der Menschen in Deutschland, die Tennis gespielt haben. Mittlerweile in Deutschland liegen wir bei 1,65%. Der Menschen von den 82 Millionen spielen Tennis. Hier in Niedersachsen, gerundet, sind wir bei 1,8%. Also wenn ihr jetzt euch fragt, ob ihr in eurem Ort im Verhältnis zu eurer Gesamtmitgliederzahl wachsen könntet, dann nehmt euch auch mal diese Zahl her. Weil entscheidend ist, wie viele Menschen leben vor Ort. Und die kann ich einladen zum Tennisspielen. Und das Ziel, was ganz vorne rechts steht, ist eben, wir wollen versuchen, und das haben wir mit vielen Standorten schon mittlerweile erreicht, 10% mehr Mitglieder an dem jeweiligen Standort zu erreichen. 10% mehr Spieler auf den Platz zu locken. Und weil wir diese Menschen da kennen, diese drei, die ich symbolisch dahin gepackt habe, Horst und Helga, Martina und Daniel, was haben die gemeinsam? Horst und Helga, das ist das Ehepaar, dessen Kinder sind gerade entwachsen, sind gerade so um die 50 und die haben Lust, wieder was Neues zu machen, was Neues zu entdecken. Martina ist die alleinerziehende Mutter und Daniel ist der Single. Und alle haben ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, Angebote zu finden. Und die muss ich halt recherchieren. Und was total spannend ist zu wissen ist, warum spielen die eigentlich nicht Tennis? Warum spielen die nicht Tennis? Spontan Gedanken gerade parat? Nee? Der erste Gedanke, weil ich habe sie gefragt. Der erste Gedanke ist, Tennis ist teuer. Das ist der erste Gedanke. Der zweite genannte Gedanke ist, ich muss Mitglied werden. Und der dritte ist, Tennis ist schwer. Und das ist auch von früher und zu heute. Der heutige Zeitgeist ist Flexibilität und Unverbindlichkeit. Wir müssen die Leute erstmal flexibel etwas ausprobieren lassen. Aber um Gottes Willen nicht immer kostenlos. Das ist auch ein Quatsch meines Erachtens. Das macht keinen Sinn. Und wie finden die jetzt ihr passendes Angebot? Das ist echt eine ganz schwierige Sache. Lass jetzt mal Martina bei euch auf die Vereinswebsite oder auf eine Tennisschulwebsite gehen und nach einem vernünftigen Angebot für den Einstieg in den Tennissport suchen. Das wird außerordentlich schwierig werden. Und in einem Zeitalter mit viel Flexibilität, aber es muss alles schnell gehen, da müssen 3 Klicks reichen, um zu meinem passenden Angebot zu kommen. Und das müssen wir dringend verändern. Wir müssen unser Angebot verändern und unser Marketing verändern. Und somit ist es total wichtig, dass wir hier an verschiedenen Stellen uns verbessern. Wir haben aber auch die traditionelle Art und Weise gewählt, um unsere Fast-Learner zu befragen, warum spielen sie eigentlich Tennis? Und dieser Bereich da unten, den kann man jetzt nicht lesen, da fragen wir auch nach der Wettkampfeinstellung. Ich spiele Tennis, weil ich Wettkämpfe bestreiten will. Das ist ja unser Tool in der Tennislandschaft. Ja? Ohne Wettkämpfe geht bei uns gar nichts.
Nur die Männer wollen zu 12% Wettkämpfe bestreiten und die Frauen zu 9%. Das heißt, dass wir in der Kommunikation völlig falsch auftreten. Ich weiß, im Mai gibt es nachher die tollen Mannschaftsergebnisse, 6 Einzel, 3 Doppelergebnisse, 6 Schläger stehen da vorne. Aber das lädt nun wirklich keinen Menschen ein, Tennis zu beginnen, weil da fühlt er sich nicht aufgehoben. Dann steht auf der Rückseite, ich mache nur 3 Facetten, sonst wird das zu ausführlich. Auf der Rückseite frage ich, warum spielst du noch nicht in einem Verein Tennis? Dann geben die mir die Antwort, weil ich noch nicht spielen kann. Weil wir kommunizieren immer nur über Wettspielergebnisse. Clubmeisterschaften, Mannschaftsspiele, LK-Turniere, Ranglistenturniere, solche Sachen. Ja? Also denkt jemand, der noch nicht spielen kann, ja, ich kann in den Verein noch nicht gehen, weil ich kann noch nicht spielen. Das ist auch ein Grund, warum so viele im Urlaub mit Tennis beginnen. Und jetzt sagen die ja, Tennis ist teuer. Dann frage ich sie, weil wenn sie ihr Hobby, wir geben das in der 2. Stunde des Fast Learning Kurses 1 aus, diesen Fragebogen. Ich habe da mittlerweile schon 1000 Stück. Also das ist gut repräsentativ deutschlandweit. Und dann frage ich sie, wie viel seid ihr bereit für euer neues Hobby auszugeben? Weil Tennis ist ja teuer. Ihr könnt euch merken, also Ergebnis, 69% geben 50 bis 100 Euro aus pro Monat. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der Lust auf Tennis hat und der bereit ist zu investieren in sein neues Hobby, dann ist das etwa so viel, wie er ausgeben würde für ein Premium-Fitnessstudio bei euch im Ort. Das ist eine schöne Gedankenstütze, dass ihr wisst, dass bloß nichts kostenlos sein soll und dass wir uns auch nicht immer unter Wert verkaufen sollten. Und das ist etwas, in diesem Fahrwasser sind wir jetzt gerade. Und wir müssen mehr an unseren Konzepten arbeiten, an schlüssigen Angeboten, damit wir da einfach aus dieser Talsohle rauskommen und einfach auch über Qualitätsstandards wieder ein ganz anderes Niveau herstellen. Und dabei wollen wir auch helfen. Tennis Peoples Spezialität ist es, dass wir zielgruppenspezifische Angebote entwickeln. Gerade für die 20- bis 50-Jährigen und nachher auch die Älteren. Und damit wir die Menschen erreichen, brauchen wir in der heutigen Zeit nicht nur das lokale, das analoge Marketing, wir brauchen auch das digitale Marketing. Ohne das geht es einfach nicht. Ich weiß, da kennen sich die wenigsten von uns richtig mit aus und ich kann mit Fug und Recht behaupten, vor 4 Jahren wusste ich auch deutlich weniger darüber als jetzt. Ja? Aber wir müssen uns daran wagen, weil ohne das geht es heutzutage nicht mehr. Und wenn ich das in der Durchdringung verstanden habe, dann brauche ich hier das passende Angebot. Ich brauche sinnvolle Trainingskonzepte, ich brauche eine entsprechende Preispolitik und ich brauche entsprechende, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, Events für diese Zielgruppen. Und, das habe ich gerade schon in den Augen von euch ein bisschen gesehen, es muss jederzeit möglich sein, das Angebot wahrnehmen zu können. Ich muss es online buchen können. Das geht einfach gar nicht anders. Und somit müssen wir uns auch hier neu definieren, dass bei uns auf der Website des Vereines, solltet ihr zum Beispiel eine Tennishalle haben oder ihr nur Freiplätze, eine Online-Buchung von Plätzen ist einfach das Nonplusultra. Seid ihr in einer 1500-Einwohner-Seelengemeinde, stelle ich das ein bisschen zurück. Aber prinzipiell ist das der heutige Zeitgeist. Auch eigentlich hier wieder an dieser Stelle ein treffendes Beispiel. Wenn wir jetzt wissen, worum es bestellt ist bezüglich Reichweite, Angebote und 24/7 erreichbar, brauchen wir halt definierte Angebote. Und Fast Learning haben wir jetzt seit 3 Jahren am Markt platziert. Wie gesagt, gut 20.000 Einsteiger. Sind nicht alles nur Einsteiger, weil dieser Kurs 1, das ist für Einsteiger. Der Kurs 2, den machen die Einsteiger. Und den Kurs 3, damit sind sie nach 23 Wochen so weit, dass sie eigentlich als LK-Spieler ihre Tennis-Journey weitergehen können, wenn sie es möchten. Aber der Kurs 2 könnte, und das werden wir im nächsten Jahr ganz gezielt angehen, das ist der Crashkurs für Ballsportler. Ihr kennt einen Haufen Fußballer, Handballer, Volleyballer, 40 plus, und die sagen dann, Mist, ich kann leider meinen Sport nicht mehr machen. Aber Joggen langweilt mich zu Tode und im Fitnessstudio nur da den Armcurl zu machen, das ist auch nicht so begeisterungsfähig.
Ne? Aber die glauben, Tennis ist teuer, schwer und braucht eine Mitgliedschaft. Wenn wir jetzt eine super Bild- und Wortsprache wählen für ein knackiges Angebot und deutschlandweit Werbung machen, schwöre ich euch, dass wir einen Haufen Fußballer abholen, die nach 5 Stunden so gut Tennis spielen, dass die ein Feuer entfachen unter ihren Freunden und Bekannten, dass wir damit schon eine Sogwirkung für den Tennissport bekommen. Wir müssen das halt gemeinsam machen. Und der Dreier hier, der ist der spezielle Kurs für die vielen Eltern, dessen Kinder ihr trainiert, die früher zu Becker- und Grafzeit gespielt haben. Und die holen wir mit dem Kurs ab. Klar spielen wir mit anderen Bällen und wenn wir nach 5 Wochen im Fast Learning 1er Kurs sagen, du kannst Vorhand, Rückhand, Aufschlag und mit Freunden und Bekannten spielen, dann natürlich auch unter ganz bestimmten Bedingungen. Nicht mit dem gelben Ball auf dem großen Feld, um es drastisch auszudrücken, sondern das Spielfeld wird der Spielstärke und der Ball wird jeweils auch der Spielstärke angepasst. Aber das sind 3 ganz gezielte Angebote, um jemanden einzuladen als Einsteiger oder vielleicht als Wiedereinsteiger. Und damit die Tennisreise weitergeht, haben wir das nächste Produkt entwickelt. Das nennt sich Top Play. Das sind jetzt alle Hobbyspieler, davon gibt es ungefähr 4 Millionen in Deutschland, die ähnlich wie ich beim Skifahren immer diesen, ich rutsche dann immer diesen Berg darunter, ja, als Ostfriese habe ich halt erst spät angefangen und eigentlich ist da kein Feeling für den Skier oder sonst was, ich rutsche da halt runter, ich kann das halt ein wenig, aber mir fehlt der Kick, also das ist kein Erlebnis für mich. Ein Erlebnis ist für mich, auf die Hütte zu gehen und eine Fledlesuppe zu essen, ja, das ist schön. Und so geht es auch den Hobbysportlern, die spielen Tennis, hauen gegen den Ball und haben kein Erlebnis mehr, haben ein paar technische Schwierigkeiten, kein richtiges Verständnis für das Spiel. Ja? Und ihr wisst, die Hobbyspieler, und davon sind 60% von euch durchschnittlich in den Vereinen, die hören auf mit Tennis wegen mangelnder Erfolgserlebnisse und keine Spielpartner. Und das Gute an unseren Angeboten ist, Top-Play sind Anreize für mehr Spielerlebnis, mehr Know-how zum Tennissport und damit auch mehr Erfolgserlebnisse. Und es findet immer in der Gruppe statt. Und das ist ein großer Mehrwert. Und damit schaffen wir auch somit mehrere Menschen auf dem Platz, die sofort miteinander auch spielen können. Und dieses Produkt wird dann dazu führen, dass wir auch den Anschluss haben von denen, die begonnen haben, um dann später auch in euren Mannschaften zu spielen, wo ihr ja auch eine große Priorität draufsetzt. Dafür müssen wir sie halt fit machen. Jetzt haben wir die entsprechenden Angebote für den Erwachsenensport und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir die auf unsere Anlage, wie erreichen wir sie. Und das können wir, wie schon kurz erwähnt, lokal und digital machen. Und erstmal müssen wir uns anschauen, dass eure Website gefunden wird. Das mache ich ganz stark über Google. Ich brauche entsprechende Wortwahl, Keywords, ich brauche entsprechende Bilder, ich vergleiche hier an dieser Stelle ganz klar verschiedene Branchen aus der Freizeitlandschaft miteinander und somit komme ich eigentlich zu relativ schnellen und guten Ergebnissen, wo die Leute hinklicken. Ich finde zum Beispiel die Frau im 2. Klick zu Fast Learning in der Lichtdekoration und den Mann am häufigsten bei der Babykleidung. Das ist kein Witz, das ist auch kein Scherz oder sonst was, das ist so. Ja? Das heißt, wenn ich das weiß, dann kann ich dort auch gezielt Werbung machen. Euch als Vereinsvertreter, Trainer, würde ich das nicht so empfehlen, hier auf dem Markt aktiv zu werden, weil es a, teuer ist und zeitintensiv und ich nicht hundertprozentig weiß, wie zielorientiert ich tatsächlich dahin komme, neue Menschen einzuladen. Ich kann euch viel mehr empfehlen, was sicherlich auch aller Munde ist, über Social Media aktiv zu werden. Ja? Social Media, da kann ich halt die Interessengruppen mir ganz klar raussuchen und ich kann halt genau sagen, wie viel ich ausgeben will am Tag und mehr wird es auch nicht. Und ich kann auch genau sehen, wie viele sich darauf tatsächlich gemeldet haben. Und jetzt ist Tennis People, schon seit 2 Jahren gehen wir daran und ich weiß genau, wo ein Fußballer, wo ein Volleyballer hinklickt. Ich weiß genau, in welchem Lebensalter ich wen ansprechen will. Und das hier ist eine Ad, die ich gestartet habe. Da war ich letztes Jahr bei der Veranstaltung in Bremen, bei der großen Tagung. Und ich hatte noch keinen Bremer Club, der Fast Learning angeboten hat. Und dann habe ich für 10 Tage diese Ad geschaltet und ich hatte sofort 20 Menschen, die mir gesagt haben, sag mir Bescheid, wenn du jemanden hast vor Ort, ich will Tennis lernen. So hat das funktioniert, mit dieser einfachen Geschichte. Und hier haben wir halt unglaubliche Möglichkeiten.
Meine ganzen Fast Learner, die ich habe, das sind meine Customer. Eure Mitglieder sind eure Customer. Jetzt kann ich die da reintun in das System vom Social Media und jetzt sucht Social Media alle meine Menschen, die so ähnlich sind wie meine Customer. Das heißt, ich habe begeisterte Tennisspieler, die überzeugt sind von dem Produkt und die haben es ihren Freunden und Bekannten sowieso schon gesagt. Und damit habe ich den Multiplikatoreffekt und ihr hättet eigentlich damit auch viel mehr Chancen, Werbung intern zu machen. Und das solltet ihr wirklich nutzen. Wir versuchen natürlich auch, unseren Standorten dabei zu helfen, zu mehr Mitgliedern und zu mehr Tennisspielern zu kommen, indem wir vor allen Dingen auch eine klare Standortanalyse machen und uns auch die Angebote anschauen von den Anlagen, von den Vereinen, weil jeder Ort ist anders. Das ist ein lokales Marketing. Ich kann nicht mit der Gießkanne kommen und jedem sagen, so und so funktioniert das. Und dann arbeiten wir gemeinsam ein Konzept aus. Deutschland spielt Tennis, wisst ihr ja auch von diesem Jahr, haben wir auch versucht, mit einer Roadshow zu unterstützen. Wir haben Trainer, Vereinsvorstände fit gemacht, auf die Erwachsenen zuzugehen, ein ganz klares Angebot zu definieren und wenn die Leute dann eben bei euch vor Ort waren, dass sie dann auch einen Kurs sofort weiterspielen können, weil das ist ja oft unser größter Fehler. Wir machen einen tollen Tag, haben viel Zeit investiert, da sind sogar Leute gekommen, aber jetzt wissen wir nicht, was wir mit ihnen weitermachen sollen. Und das müssen wir unbedingt ändern. Und wir haben, das war auch ein schöner Test, wir haben jetzt auch mitten in der Saison mal getestet, Ende August bis Anfang September, dass wir einen Aktionstag machen. Eigentlich, wenn schon alles vorbei ist, wo man über eure Tennisplätze querspielen kann. Wenn überhaupt noch was läuft, sind es Tenniscamps. Ja? Und das Coole an dem Tag ist, jetzt haben wir auch noch 39 Euro genommen für 3 Stunden. 90 Minuten Training, 90 Minuten Spielspaß. Ich habe pro Standort, ich hatte 60 Standorte, wir haben Fast Learning angeboten und das natürlich beworben über E-Commerce. Wir sind an Wanderer gegangen, wir sind an Fitnesssportler gegangen, wir sind an die Ballsportler gegangen. Wir haben über Newsletter, über Shops, die wir in einzelnen hinterlegt haben mit verschiedenen Ads, wahnsinnig viel gelernt. Und 90% von diesen Leuten, die zu diesem Tag gekommen sind, spielen in den Anschlusskursen von unseren Standorten weiter. Ich kann euch nur nicht sagen, wie viele Mitglieder geworden sind, aber ich bin mir sicher ein Haufen, weil alle unsere Standorte wissen, der Kurs kostet 99 Euro und wenn es dir Spaß gemacht hat, rechnen wir dir die 99 Euro für den Beitrag an. Und schon sind sie da und sehen den Nutzen. Und jetzt geht es nicht nur an die Neuen, sondern auch an unsere bestehenden Tennisspieler, die Überzeugten, ja, wir, die roten Sand in den Adern haben. Ja. Denen müssen wir jetzt sagen, du hast Freunde und Bekannte, die wolltest du schon immer mal zum Tennis einladen. Und darum haben wir die erste digitale Bring-a-Friend-Kampagne gemacht. Wenn jetzt du mich wirbst, ja, und ich bin noch kein Tennisler, dann kriege ich eine Mail, ich buche den Kurs und beide gewinnen wir. Weil du könntest unter anderem dann ein Erlebniswochenende in München gewinnen. Ne? Aber wir versuchen alle Strukturen und alle Wege zu nutzen, um den Menschen zu erklären, dass Tennis eine ganz besondere Sportart ist, einfach zu lernen ist. Es braucht erstmal keine Mitgliedschaft und wir zeigen dir, dass du super schnell und begeistert bist von der Sportart. Ich weiß, wie viele Partnerfirmen ihr in euren Vereinen habt. Und ich kann euch sagen, ich habe hier nur einen Auszug hingestellt, welche offenen Türen ich eingelaufen habe, wenn ich der Firma gesagt habe, lass uns doch mal ein Team-Event machen, alle Abteilungen holen wir irgendwo zusammen, 120 Minuten Tennis auf dem Platz. Ich zeige ein bisschen Vorhand und Rückhand, danach spielt man ein kleines Doppelturnierchen, anschließend wird was gegessen und auf einmal haben sich die Kollegen auf eine Art und Weise kennengelernt, sowas Schönes hatten sie noch nie, ja? Und arbeiten am Ende auch besser miteinander. Und ihr habt viele Partnerfirmen, wo ihr dieses Thema unbedingt aufgreifen müsst, unbedingt. Nehme ich Sky her, war letztes Jahr, da bin ich hin zum Betriebsrat, habe gesagt, hier Fast Learning, das Gespräch hat genau eine Viertelstunde gedauert, dann haben wir Fast Learning Wimbledon gemacht. Das ging ins Intranet rein und schwuppdiwupp hatte ich meinen Kurs voll mit 8 Leuten. Nehme ich vielleicht noch ein anderes Beispiel hier, das BMW. Jeder, der ein BMW von euch hat und gerade dieses Jahr gekauft hat, hat einen Zugang zum Kundenportal und da gibt es natürlich auch Fast Learning, was ich als Kurs buchen kann, mit natürlich einem Zusatzbenefit. Soll auch wieder zeigen, welchen Weg wir gehen. Wir müssen uns viel, viel breiter aufstellen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ganz kurz zum lokalen Marketing.
Weil das ist genauso wichtig wie das Digitale. Und hier möchte ich jetzt einfach mal mit ein paar Ideen kommen, weil ich will ja früher und heute vergleichen. Probieren Wochen. Probieren Wochen, übrigens ein wunderschöner Mann, ne? Einfach ganz anders. Ja? Und das Bild sehen die Leute. Und das kostet natürlich auch was. Es darf nicht kostenlos sein. Oder gute Vorsätze fürs neue Jahr. Hat jeder von uns. Keiner nutzt das in der Tennisbranche, aber alle anderen Branchen tun das. Oder einen guten Start ins neue Jahr. Also es gibt unterschiedliche Themen, die wir aufgreifen, je nach Geschmackssache. Aber wir brauchen das Produkt, was wir damit verbinden. Wie wäre es eigentlich mal damit Valentin? Nutzt jeder, nur Tennis nicht. Und ich wette mit euch, zu 90% gibt es ein Blumengeschäft bei euch in der Nähe. Und das habt ihr noch nie miteinander gematcht. Das geht. Ihr müsst nur auch ein Produkt haben für Erwachsene. Das kann nicht nur Einzeltraining sein. Das muss was ganz Konkretes sein. Für Einsteiger, Wiedereinsteiger, Ballsportler, Topplay. Sowas in diese Richtung. Und ich weiß, ich bin schnell durchgeklickt. Das sollen auch eigentlich nur so ganz kleine, kurze Impressionen sein. Und das muss jetzt eigentlich euer Weg werden. Weil ich weiß genau, in welcher Phase ihr seid. Gerade gibt es Mitgliederversammlung oder steht bald an. Ja? Und ihr müsst euch jetzt Gedanken machen, wie plane ich jetzt das nächste Jahr, mit welcher Kampagne, damit ich mich fit mache für die Saison 2019. Und ihr braucht eine Plattform, und das ist die Lösung, wo jederzeit online gebucht werden kann. Und das kann man auf www.tennis-people.com. Und wer mit uns zusammenarbeitet, kriegt auch eine eigene Website, damit auf eurer Vereinswebsite das auch gebucht werden kann. So matchen wir das. Auch so werden wir in Google viel schneller gesehen. Damit ihr das schafft, coachen wir euch, ganz klar. Ihr braucht hier einfach ein, zwei Hinweise, das Vorstandsteam als auch die Trainer. Wir müssen natürlich den Standort online einrichten. Ihr braucht natürlich Medien für den lokalen Einsatz mit Flyern etc. Und um das ganze Digitale und das ganze Managen kümmern wir uns. Und natürlich um die Weiterentwicklung der Produkte und verschiedenen Marketinginitiativen. Das war mein kurzer Ausblick von vor 20 Jahren und heute die Möglichkeiten, neue Tennisspieler zu gewinnen. Mein Angebot an euch, wer meint, dass wir euch helfen können und ihr wisst, ich bin Niedersachse, geht auf www.tennis-people.com, da gibt es einen Kontakt, schreibt mir eine E-Mail mit dem Stichwort Convention. Die ersten drei, die sich melden, werden persönlich geschult, Trainerteam und Vorstandsteam. Wir sind da und machen euch fit für 2019. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.